Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Karmesin. Nuzzle Challenge. Beim letzten Mal haben wir Team Star die Feuerbasis aufgehalten, welche sich unglücklicherweise genau dort befinden, wo es super oft regnet, was ich würde sagen nicht so clever gewählt ist von Location her. Aus dem Gespenstmünze. Sehr schön. Und heute versuchen wir herauszufinden, wo wir als nächstes hingehen wollen. Wir könnten hier hingehen. Ich glaube, das machen wir direkt. Elektro-Arena. Elektro-Arena wäre... Ah, warte, kann ich da überhaupt drüber? Das ist eine Brücke. Das ist eine Brücke. Ja, pass mal auf, wir gehen zur Elektro-Arena. Was seid ihr davon? Zielort festgelegt. Ich habe mich bereits entschieden. Und ich meine, die Pokémon an sich sind hier noch nicht auf einem zu hohen Level. Das heißt, wir sollten da soweit noch ganz gut rüberkommen können. Ich denke, ich werde einfach schauen, dass ich mich ungefähr an den wilden Pokémon orientiere vom Level her. Wenn ich das Gefühl habe, dass sie zu hoch sind, dann werde ich darüber nachdenken, eventuell umzukehren. Aber bevor es soweit ist, können wir auf jeden Fall noch weitergehen. Genau, hier war die Basis. Die haben wir schon gemacht. Und dann düsen wir einfach mal weiter. Wir müssen auf jeden Fall die eine Brücke suchen. Die ist da vorne direkt. Ich muss sagen, sich auf der Karte vorzubewegen ist sehr viel angenehmer als in anderen Open-World-Spielen. Weil es hat nicht wirklich einen Grund, der allzu relevant ist, sondern es ist einfach nur, die Karte ist sehr viel kleiner als bei anderen Open-World-Spielen. Ich habe dieses Jahr ziemlich viel Elden Ring gespielt, müsst ihr wissen. Und in Elden Ring ist man nicht so schnell durch die ganze Karte irgendwie unterwegs, dass man den Fortschritt zurücklegen kann, wo man sagen kann, ja, auf der Karte kann ich ungefähr erkennen, wie viel ich geschafft habe. In dem Spiel dagegen, das ist ein Gespenst. In dem Spiel dagegen ist es einfach leicht, Fortschritt zu machen, den man tatsächlich auf der Karte erkennen kann. Östliche Zone 2. Östliche Zone 2 ist neu für uns, richtig? Oh. Oh nö. Oh nö. Das musst du direkt neben uns sein. Jetzt müssen wir ein Mikro fangen. Das war nicht ganz, was ich mir gewünscht hätte. Aber okay. Aber okay, aber okay, aber okay. Man nimmt, was man kriegt, würde ich sagen. Man nimmt, was man kriegt. Ich könnte mir auch mal überlegen, ab welchem Punkt ich vielleicht ein Pokémon wieder Zauber tauschen kann, aber wir bleiben erstmal. Dann wiederum, Mikro ist doch sogar. Weißt du, was entwickelt sich Mikro? Wird Mikro zu Kramor? Was war Mikro nochmal? Das ist übrigens ein sehr starker. Oh ja, das wird zu Kramor. Der Mikro ist schwer in Ordnung. Mikro ist fantastisch. Oh, Mikro ist ein gutes Pokémon, um es so zu bekommen. Okay, ich ziehe alle meine Beschwerden sofort zurück. Ich dachte mir doch, das war doch irgendwie aus Generation 8. Dann dachte ich mir, was will ich, dass das zu Kramor wird? Der Kramor sieht so viel anders aus als Mikro. Das ist natürlich fantastisch. Wir wollen hier einen Spitznamen geben. Wir nennen es in Anlehnung an das Pokémon aus der verschollenen Nuzlocke Challenge, welche ich komisch im Stream gemacht habe und dann irgendwie nicht weitergemacht habe, weil alles irgendwie nicht gut geplant war und Leute seitdem bei jeder Nuzlocke Challenge anmerken, oh, aber ich hoffe, du bringst dieses Mal zu Ende nach Kalle der Festung. Wie ein Stahl-Pokémon nun mal heißen sollte. An sich würde ich gerne sagen, dass ich Kalle gerne ins Team nehmen würde. Allerdings würde ich eher sagen, dass wir trotzdem mal bei unserem aktuellen Team bleiben. Einfach weil, ich meine, ich würde wenn dann Fetty dafür rauskicken, aber Fetty ist halt auch ein neues Pokémon, also wollen wir dabei mal bleiben soweit. Okay, soweit so gut, es regnet doch nicht mehr. Hier liegt noch ein Item. Seetangbeere. Ich glaube, die hieß früher anders. Ist sie nicht Tangbeere oder so? Kann auch sein, dass damals nicht nur Platz war, um Seetangbeere ganz auszuschreiben. Oh, und das ist wahrscheinlich die Stelle, wo man die Pokémon in dem Pokédex-Eintrag sieht auf dem Bild. Was ist mit dir? Nein, Ark! Ich kann meine Kraft nicht mehr im Zaum halten! Ich hasse es, wenn das passiert. Akademie-Schüler Vanessa, was setzt du ein?
Ein Marmolida, das ist ein perfekter Gegner für Olioli. Da würde ich sagen, wir haben Olioli zuletzt den gezinkten Würfel gegeben, welcher bezweckt, dass Angriffe mit mehreren Treffern, wenn ich es richtig verstanden habe, mindestens 4-mal treffen. Das heißt, Kugelsaat ist mindestens ein 100er Angriff geworden. Du kannst so viel Wasserringe machen, wie du willst, es wird daran nichts ändern. Eins. Zwei. Nummer drei. Meine Angriffsdimension ist ein bisschen langwierig, aber... Vier. Ja, yeah, das ist direkt 4 Treffer. Direkt ein 100er Pflanzenangriff von Olioli. Dann würde ich sagen, wir versuchen das Ganze gleich nochmal. Wasserdüser. Macht nicht allzu viel Schaden. Ist nur ein Marmolida. Ah ja, ich glaube, mit dem gezinkten Würfel sollte man immer eine 4 oder 5 Treffer bekommen. 4 Treffer. Und da ist die 5! Oh mein Gott. Ich meine, Olioli ist aktuell leider noch nicht so stark, weil es sich noch entwickeln muss, aber... Ich habe das Gefühl, wenn Olioli sich erstmal weiterentwickelt hat, oh, es waren 4 Treffer nur, dann könnte es mit diesem Angriff wirklich stark werden. Das heißt, die gezinkte Würfel, ziemlich gutes Items. Uff, danke, dass du mir geholfen hast, mich wieder in den Griff zu bekommen. Ja, manchmal braucht man einfach jemanden, der ihm dabei hilft, seinen Stack wieder in Zaum halten zu können. Und wir haben hier einen kleinen Meryl-Fan-Club. Yeah. Man muss manchmal ein paar Meryl-Bilder machen. Was seid ihr für welche? Was seid ihr für komische Vögel? Ich hätte Olioli nicht an der ersten Stelle lassen sollen. So, Voltrell. Ich vermute also mal, dass es ein Elektrovogel sein wird. Ähnlich wie Zapdos. Ja, Fetti 2.0 ist bisher ziemlich gut darin, einfach Angriffe zu tanken. Oh, Voltabsorber. Das ist auch nicht schlecht. Wir werden auf jeden Fall... Wir werden es auf jeden Fall mal fangen, einfach weil es neues Pokémon ist. Damit wir es uns mal ein bisschen anschauen können, was es darüber zu wissen gibt. Wenn man nicht den Pokédex-Eintrag. Jetzt ist das einfach aktuell der perfekte Angriff, um ein Pokémon ein bisschen zu schwächen, damit man es fangen kann. Und Superball. Komm schon. Ja, kein Problem. Oh, das Magnetilo da hinten. Oh, das ist viel zu reflektierend. Das sieht nicht gut aus. Knuddler. Ich glaube, Knuddler war ein Feenangriff. Physisch und 90er Stärke. Ich denke, das sollte sich trotzdem... Dann wiederum Diebeskuss regeneriert HP. Na, komm, holen wir uns Knuddler. 90er Angriff, da können wir nicht einfach Nein sagen dazu. Außerdem können wir die Angriffe eh jederzeit beliebig wieder neu zurücklernen, wenn wir wollen. Trifft Wind auf seine Flügel, erzeugen deren Knochen Strom. Es fängt Beute, indem es ins Meer taucht und ihr einen Stromschlag verpasst. Oh, das ist ein cooles Pokémon. Das ist ein guter Voltrell. Hat aber nur eine Weiterentwicklung, wie es aussieht. Hier haben wir einen kleinen Fanclub. Dieses Mary ist absolut begeistert von mir. Vielleicht ist er auch einfach nur ein Fan von Mausi, das lässt sich auch nicht ausschließen. So ein starkes Azumarill im Einsatz zu sehen, das kann für ein kleines Mary in der Entwicklung durchaus beeindruckend sein. Und da haben wir Maiko und seine Weiterentwicklung. Ich denke, ich werde einfach mal schauen, dass ich ein bisschen dem Weg weiter folge. Sollt ihr vielleicht noch den einen oder anderen Trainer treffen. Und dann mache ich mich auf den Weg zur nächsten Stadt rüber. Durch die Lüfte fliegen wir. Wusch. Arg, ich dachte, wir wären allein. Okay, fliegender Pokéball. Zeit für den Kampf. Ich hätte wahrscheinlich direkt Belly an die erste Stelle packen sollen. Knattox. Ich sag's mal so. Scheint mir ein Stahl-Pokémon zu sein, also... Schicken wir mal Muskila raus. Ich meine, ist es Stahlflug? Müssen wir zum Flugzeug? Schlammbad. Ah,
Das war gefährlich. Au, ich weiß, es hat nicht so viel Schaden gemacht, aber mehr als ich mir wünschen würde. Mach mal eine Kraftwelle. Oh, Verhöhner und... Ach Gott, Varenke spielt der andere Angriff. Die bringe ich immer durcheinander. Oh, Paralyse. Sehr schön. Dann würde ich sagen, der nächste, Dingens hier, wie heißt der Angriff? Denn die nächste Kraftwelle wird reichen, um diesen Kampf zu beenden. Das ist ein komisches Pokémon, dieses Knattox. Oh, wird Knattox vielleicht zum Mopex? Vielleicht auch nicht. Ich habe nur verloren, weil es mir peinlich war, dass du mich singen gehört hast. Es war auch ziemlich peinlich, muss man sagen. Yes! Sehr, davon habe ich geredet. Oh, Muskila ist gewaltig geworden. Dieses Pokémon liebt ein ordentliches Kräftemetz. Es ist stark genug, um mit der flachen Hand einen rasenden Zug aufzuhalten. Yes. Gutes Pokémon. Hoffe ich. Ich denke, damit sollten wir was anfangen können. Ich weiß, gerade vergiftet, zugegeben, aber... Normaler Angriff, hoch. Wir müssen halt wirklich, dass das Wesen ist nicht gut. Verteidigung ist ziemlich mies, aber die KP sind auch sehr hoch. Vor allem soll der Angriff ziemlich hoch. Das heißt, ich denke, Muskila sollte den Punkt erreicht haben, an dem es hilfreich ist. Das ist ein Punkt, den viele Pokémon gar nicht erst erreichen. Deswegen finde ich, dass man das durchaus mal besonders hervorheben kann. Warum sieht das eine anders aus? Ist das die Weiterentwicklung? Hier ist die Weiterentwicklung. Das wäre vielleicht ein Shiny oder so. Die Weiterentwicklung wahrscheinlich fangen sollen. Ich will jetzt erstmal zurück mich aufheilen. Und ich dachte schon, dass ich ein Shiny gefunden hätte. Ich bin zu sehr, seit ich so früh ein Shiny gefunden habe, habe ich immer noch das Gefühl, dass sie hinter jeder Ecke warten. Auch wenn es natürlich statistisch gesehen sehr unwahrscheinlich ist. Doch wenn irgendwo eins ist, muss ich es auch noch erkennen können. Was es generell relativ unwahrscheinlich macht, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich bin mir sicher, wir werden im Laufe dieser Videoreihe noch ein weiteres Shiny-Pokémon finden. Das habe ich einfach im Urin, okay? Kann euch einen Test schicken, wenn ihr mir nicht glaubt. Ich hoffe, ihr glaubt mir, denn ich würde euch keinen Test schicken, aber ich würde, wenn es sein muss. Habe ich kein Problem mit. Also, gegen den Trainer haben wir gekämpft. Taurus Herde. Weiter vorne war noch der andere Trainer. Ich ignoriere übrigens die Terra Raids größtenteils, weil sie sind gefährlich. Sie sind sehr, sehr gefährlich. Und ich hätte auch so oder so, ehrlich gesagt, keine Lust, sie zu machen. Sind auch gar nicht mal so spaßig. Alles wieder so eins. Ich dachte kurz, wenn Kramburks. Aber da lag ich kurz deutlich falsch. Der Schlund von Paldea. Warst du schon mal beim Schlund von Paldea? Nein, der Lehrer hat gesagt, dass ich da nicht hin darf. Backpacker Mo. Dieser blonde Bart sieht fürchterlich aus. Oh, Ganoville. Hervorragender Gegner für Ulioli. Und natürlich von sich selbst aus. Natürlich auch ein fantastisches Pokémon. Wird nur leider die Kugelsaat nicht lange überleben. Oh, clever. Vielleicht wird es die Kugelsaat doch noch ein bisschen überleben. Der Schaufler. Also ich denke aber, in der Gegend zu der Stadt rüber zu gehen, ist noch nicht der größte Fehler, weil ich habe das Gefühl, ich bin leveltechnisch soweit noch ungefähr richtig, ehrlich gesagt. Wir haben bisher noch kein Pokémon gesehen, das wirklich sehr viel höher vom Level ist als ich. Man könnte natürlich bei dem Motor, beim Fahrzeug können wir natürlich drüber streiten. Nein, warte, das Skurtel war höher als das Fahrzeug. Das Skurtel war Level 27, aber ansonsten, also die Kontrolle. Kopfnuss! Bitte, 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 die würde ich so gerne lernen. 70 Stärke, dann würde ich sagen, Schaufler, Lehmschuss, packen wir Bezirt sein. Na, dann wiederum packen wir Widerhall weg, so ich Widerhall jemals einsetzen würde. Und jetzt zeigt mir die Ulioli Weiterentwicklung. Die Weiterentwicklung Roni. Taurus, geh weg.
Nanu, Uli-Juli entwickelt sich. Oh. Uli-Juli wurde zu Olivinho. Sieht ein bisschen femininer aus, als ich das für den guten Uli-Juli gedacht hätte, aber okay. Bereitwillig teilt dieses Pokémon sein köstliches, frischduftes Öl mit anderen. Seit langer Zeit lebt es Seite an Seite mit den Menschen. Das ist quasi ein Olivenöl-Lieferant. Oh, es sieht aus, als ob es noch eine Weiterentwicklung hätte. Das sieht doch ganz gut aus. Beziehungsweise ist ja vor Mobile noch Platz im Pokédex. Und das ist üblicherweise ein ganz gutes Indiz dafür, dass noch eine Weiterentwicklung im Busch ist. Dann ist auch noch ein Trainer. Den sehe ich doch. Weißt du was? Was? Ich will mein neues Pokémon testen. Weißt du, ich will auch so stark sein wie eine Mila. Ich nicht. Ich habe eine Mila mal im Kampf besiegt. Zweimal. Keine große Sache. Petsny. Petsneef ist natürlich denkbar ungünstig. Aber es ist eine gute Gelegenheit, um Muskila mal einzusetzen im Kampf. Beziehungsweise die frisch entwickelte Muskila. Ansonsten ist ein Eis-Pokémon gegen Pflanz-Pokémon natürlich ein bisschen. Muskila ist wirklich groß geworden. Und damit meine ich, mein Gott. Und der Angriff ist auch ziemlich groß geworden. Ich habe das Gefühl, Muskila könnte bei der Arena, wenn es eine Eisarena ist, ziemlich hilfreich sein. Genauso wie Nemila. Ja, genauso wie sie hast du gegen mich verloren. Also ich würde sagen, in dem Punkt bist du auf dem besten Weg, selber auch Champ zu werden. Wenn ich das so sagen darf. Ich kann leider immer noch nicht östliche Zone 1, östliche Zone 2. Ich kann leider immer noch nicht schwimmen. Nein, das sieht keins ungewöhnlich aus. Ich war wieder kurz in Shiny Vorfreude. Ich dachte mir, oh, ist da was anders, aber ich dachte, es wäre ein Micro. Aber es war doch noch alles ganz normal. So, warte. Hier müsste es doch Schlick da geben, oder? Hey, habt ihr hier irgendwo einen Schlick da gesehen? So ein Kabusand? Ich wäre die Nummer 1. Trauen wir uns? Ich würde mich sagen, wir trauen uns. Stärkster Trainer der Route. Irgendwann werde ich der stärkste Trainer von allen, dann bin ich die Nummer 1. Wer weiß es. Didi. Wir haben also direkt einen Käfer-Pokémon zu Beginn. Oh, das wird mickrig? Ein Lextremo? Oh, das sieht extrem aus. Das sieht aus wie Hopper aus dem klassischen, ich glaube es war Disney-Pixar-Film, Das große Krabbel, den ich damals super cool fand. Und von Hopper, das war so eine Heuschrecke, der Bösewicht. Davon hatte ich eine Actionfigur, der konnte mit seinem Bein zutreten. Das fand ich ziemlich cool. So, wen setzt du ein? Geronimatz. Du hättest fertig. Was? Werden direkt den Terrakristall losschicken. So sicher bin ich, dass ich damit fertig werde. Dann wird eingeäschert. Ich habe das Gefühl, Krollo hat generell schon. Seit er sich weiterentwickelt hat, hatte Krollo nicht mehr wirklich die Gelegenheit, irgendeinen Kampf richtig zu machen. Aber das wird sich heute ändern. Ich mag den Kronleuchter nicht so sehr. Kehrtwende. Ist das eure Taktik? Die ganze Zeit Kehrtwende einsetzen? Ich will nicht gemein sein, aber das ist eine ziemlich miese Taktik gegen Feuer-Pokémon. Lextremo sieht super cool aus. Ich mag Lextremo sehr. Okay, da ist die Kehrtwende wieder. Ich meine, ihr müsst doch irgendwie Normalangriff oder Unlicht oder was auch immer auf Lager haben mit irgendeinem Pokémon. Oder kennst du nicht einen Flugangriff, das Geronimatz? Ich habe das Gefühl, der Junge hat nicht zu gute Pokémon auf Lager. Kann das sein? Okay, Lextremo.
lehne mich weit aus dem Fenster und sage, dass du nicht, dass du das Einäschern nicht überleben wirst. Würdest du dem zustimmen, wenn ich das so sagen würde? Ich würde dem nämlich zustimmen. Und das war der stärkste Trainer der gesamten östlichen Zone 2. Na gut, ich teile den Titel mit dir. Du und ich, wir sind die Nummer 1. Nein, 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 nein. Einer ist hier ganz klar mehr die Nummer 1 als der andere, will ich einfach nur sagen. Das ist ein Carpador gestrandet. Da ist ein Schlickter! Schlickter! Auf, ich werde mich einfach anschleichen. Dann werfe ich einen Pokéball, um den Kampf zu beginnen. Schlickter sieht so dumm aus. Mach mal einen Megasauger. Ich weiß gar nicht, von welchem Typ Schlickter ist, aber es ist meine Ehre, dich mal in Aktion miterleben zu können. Oh. Uli Joli ist einfach zu stark geworden. Tut mir leid, Schlickter. Was? Wie sind eigentlich genau die Stats und sowas von Uli Joli inzwischen? Wenn es in Schlaf versetzt wurde, wacht das Pokémon doppelt so schnell wieder auf, wie andere Pokémon. Ich glaube, das Wörtchen, das ihr hier sucht, ist als. Es wacht doppelt so schnell wieder auf als andere, oder? Wie andere Pokémon? Jetzt bin ich selber unsicher. Doppelt so schnell, nein, als. Nein, wäre es ja schneller. Doppelt so schnell wie andere ist schon richtig. Es wäre, wenn es schneller aufwachen würde, dann als andere Pokémon. Doppelt so schnell wie andere Pokémon. Doch. Doch, ich war einfach nur voreilig. Glaube ich. Okay. Hauen wir einfach ab. Ich sehe leider keinen Schlick da mir hier am Strand. War scheinbar nur eins, was ein bisschen traurig ist. Natürlich, nachdem ich direkt mich über Wie und Als beschwert habe, verwende ich das Wort scheinbar auch noch falsch. Das ist schrecklich. Da ist ein Schlickter da vorne. Ich würde so gerne auf Reisen gehen, indem ich schnell wie der Wind durch die Lüfte gleite. Das würde ich auch gern. Vielleicht mache ich das auch. Niklas, wie willst du mich daran hindern? Sesokids. Was ist ein Herbst-Sesokids? Sesokids war, glaube ich, auch von Typ Pflanze und normal. Das heißt, Muskila ist wieder mal eine hervorragende Wahl in diesem Kampf. So, welcher Typ war Schlickter eigentlich? Ich glaube, das war Wasser und Gestein oder so. Okay, können wir bitte... Können wir bitte was sehen? Dankeschön. Da ist ganz hilfreich, den rechten Stick einfach zu drücken. Oh, Bodycheck geht daneben. Das war traurig. Und das war Sesokids. Muskila macht ihrem Namen bisher alle Ehre. Denn das sind sehr muskulöse Muskeln. Wir kämpfen weiter. Damhirplex. Oh, sieht wütend aus. Erstschlagattacke, die das Ziel zurückschrecken lässt, klingt nur, wenn sie sofort eingesetzt wird, nachdem der Anwender das Kampffeld betreten hat. Okay, der Anwender. Schau ich Damhirplex an. Das sieht doch ein bisschen dumm aus. Mal einfach eine Kraftwelle. Au. Und so weit, so gut. Ich würde sagen, ich bin sehr gespannt, wie Muskila sich in der Eisarena schlagen wird. Weil das ist gar nicht die Eisarena hier. Fällt mir gerade auf. Weil der Eisarena war mit dem einen Typen, der sehr feminin aussieht. Ups. Vielleicht wird das hier eine Fee-Arena oder so. Hier war, glaube ich, diese VTuberin der Arena-Leiter. Und ja, das ist scheinbar die Timeline, in der wir uns befinden, der man einen solchen Satz über den Arena-Leiter äußern kann. Ohne, dass es falsch ist. Okay, Schlickter hat gerade Angst. Muss ich ja so ein bisschen anschleichen. Oh, das Schlickter da vorne, das sieht mich überhaupt nicht. Pokéball, flieg! Ich würde sagen, wir machen einfach mal eine geschickte Donnerwelle. Okay, es scheint vom Typ Wasser zu sein.
Denn Elektroangriffe sind sehr effektiv, wie verfehlt. Mach mal noch, mach mal jetzt, triff mal. Was soll das denn? Ja, ist halt auch Wasserdüse. Klingt jetzt auch zunächst erstmal nach einem Wasser-Pokémon. Ich würde sagen, ich werfe einen Netzball. Denn wie wir natürlich alle wissen, ist der Netzball gut für Käfer und welche Pokémon? Wasser-Pokémon, richtig. Alles, was in dem Netz landet. Klasse, Schlickda wurde gefangen. Schlickda ist auch ein guter Name. Ich weiß nicht, was er bedeuten soll, aber was wär's für ein Schlick? Es kann den Geruch des eines Agiluza, was ist Agiluza, auf 20 Meter Entfernung wahrnehmen. Versteckt sich daraufhin flugs im Sand. Steh schon. Okay, wir müssen uns das Pokédex-Bild anschauen. Auch wenn wir länger nicht mehr reingeschaut haben, denn das Gefühl, an dem Punkt sehen die meisten Pokédex-Bilder relativ ähnlich aus, aber bei Schlickda müssen wir reinschauen. Seine schläft. Dann haben wir die Ulivino, Hariyama, Voltrell, Micro und Schlickda wieder. Jetzt kann ich hier auch direkt die nächste Belohnung. Yes. 10 Netzbälle. Als nächstes bekommt man einen Wasserstein. Auf den ich jetzt nicht zu scharf bin, aber werden ihn wahrscheinlich noch mitnehmen. Machen wir uns nichts vor an der Stelle. Granabeere. Wen ich an der ersten Stelle? Bellybolt. Ich glaube, ich packe Fetti 2.0 an die erste Stelle und dann werden wir den Trainer noch mitnehmen. Ich habe keinen Bock. Warum nicht? Menno, ich habe echt keinen Bock mehr auf meinen Job. Oh Menno, kann ich nicht kündigen? Dieser Angestellte Rufus. Oh, ein Klavion. Ah, das war Geist und Stahl, glaube ich. Versuchen wir mal einen Lehmschuss. Hey, hey, hey. Freund. Behalt mal deinen Metallsound bei dir. Ja, Lehmschuss ist gut. Oh. Das war ein Volltreffer. Die Initiative sinkt. Versuchen wir mal einen Schaufler. Feenschloss. In der nächsten Runde keine Flucht möglich. Nur während der nächsten Runde. Danach kann ich wieder abhauen. Das klingt ziemlich lahm. Er setzt nur noch Feenschloss ein. Das ist sehr beängstigend. Und ich habe gewonnen. Gute Arbeit auf jeden Fall. Schau dir das kleine Mare an, wie es herumstolziert. Ich würde sagen, Mare ist begeistert, einfach hier zu sein. Du bist ja so viel. Okay, was ist mit diesem Typen? Mare sind einfach die größten Fans von mir. Ich kann mir da nicht helfen. Recht, Mare? Mare? Yeah, davon rede ich. Ich hoffe, wir finden Shiny Mare irgendwo. Das wäre die Erfüllung all meiner Träume. Nein, wäre es nicht. Das würde nicht bedeuten, dass ich mich zwischen dem Shiny Mare und Mousy im Team entscheiden müsste. Und das wäre ein Konflikt, den natürlich das Shiny Mare nicht gewinnen könnte. Du hast in der östlichen Zone 2 gegen 7 Trainer gewonnen. Dafür bekommst du von der Pokémon-Liga diesen fantastischen Preis. Fruststampfer. Von Frust getrieben greift der Anwender an, wenn seine vorherige Attacke fehlgeschlagen ist. Verdoppelt sich die Stärke der Attacke. Wenn ich Wuchtschlag hätte, könnte das ziemlich interessant für Muskila sein. Ich vermute, Fruststampfer ist ein Kampfangriff gewesen. Ich soll mal nachschauen. Fruststampfer. Wo ist er? Fruststampfer. Will man Felswurf lernen? Natürlich nicht. Boden. Ich meine, Fruststampfer macht von sich aus 75 Schaden. Ist halt generell schon fast so gut wie Schaufler. Nur muss ich eine Runde dafür erstmal warten.
Und es kann auch potenziell doppelt so viel Schaden machen. Also, komm schon, das ist ja wohl kein Wettbewerb, ob wir es lernen wollen oder nicht. Ich will Arena sehen, ich will zum Kampfplatz. Aber wo als erstes hin? Ich würde sagen, zu dem rein und raus blinkenden NPC. Ich hätte gerne ein neues Modell, dann kauf es doch einfach. Ja, kauf doch einfach. Aber es ist nicht gut in Fairmancer City. Bei uns werden Technologien und Business großgeschrieben. Nein, ich will keinen Spieß. Nein! Oh, die Musik. Das ist wirklich die Hightech-Stadt hier in der Gegend. Oh, hier ist eine Elektro-Arena. Ich meine, ich habe Olioli und Fetti. Ich glaube, wir können die Elektro-Arena schon versuchen, wenn wir schon mal hier sind. Meine Fangkraft. Soll ich nur kaufen? Schauen wir uns aber erstmal noch ein bisschen um. Vielleicht gibt es hier ja irgendwas zu sehen in der Stadt. Die Antwort ist wahrscheinlich wie jedes Mal nein, aber ein CM. Surfer? Ich ziehe alles zurück, dass es hier nichts zu sehen gibt. Ich glaube, ich kann Hariyamas Surfer lernen. Ich meine, ich mochte ja den Blubstrahl und alles, aber das ist kein Wettbewerb. Es ist absolut kein Wettbewerb, was ich hier stattdessen haben will. Vergiss nicht, die Fotos später zu teilen. Fotos werden sicher toll. Mittelmäßig würde sie eher treffen, aber sind bestimmt super. Sandwich ohne Pizza? Ich wollte eigentlich gerade ein Sandwich machen, aber mir sind doch gleich die Pizza ausgegangen. Vielleicht sollte ich mir einen Vorrat anlegen. Wir müssen irgendwann mal noch ein Sandwich machen, also werde ich mir mal... Ja, du hast so Rezepte für mich? Mir sind ein paar neue Rezepte eingefallen. Okay. Dankeschön. Bei Butter und Brot. Ey, die haben gar keine Zutaten. Dann gehe ich besser wieder. Und Johnny spielt N64-Spiele, wie sich herausstellt. Fehlen einem die Worte, sowas. Kann ich mal im 21. Jahrhundert ankommen? Rückenwind, den möchte ich nicht wirklich lernen. Ich meine, Rückenwind ist okay, Initiative erhöhen, aber... Ich weiß nicht. Das Gefühl, wenn man nicht gerade gegen andere Spieler spielt, wenn nicht gerade PvP macht, gibt es nicht allzu viele Gründe, das zu verwenden. Sonderverfolgungslinie liegen hier aber auch einfach auf dem Boden herum. Wir haben jetzt in letzter Zeit 3 Stück gefunden. Ich glaube, wir sollten insgesamt auch 5 Stück oder so haben. Hyperheiler, der ist nicht übel. Da liegt da unten noch was. Eine grüne Oase in der Stadt. Eine Schlaubrille! Wer in Fairmancer City wohnt, erlebt jeden Tag ein neues Abenteuer. Ach so. Ich wollte die Schlaubrille gerade. Ich habe gerade überlegt, ob ich jemand geben kann, aber. Ich glaube, es ergibt nicht wirklich Sinn bei irgendjemandem, auch wenn. Ich meine, ich habe 2 Stück, aber. Ich glaube, das, was sie ansonsten haben, ist schon relativ geeignet für sie. Und da war gerade auch die Arena. Paraheiler. Ich würde sagen, ich nehme noch die paar Items mit. Und dann begeben wir uns direkt wieder zurück zum... da hinten ist noch was. Zum Pokémon Center. Käfertrutz. Den Käfertrutz hatten wir schon. Super Trank. Wisst ihr was? Wir schauen mal hier eben noch nach unten. Das scheint nämlich ein leicht geheimer Weg zu sein. Vielleicht gibt es hier was leicht Interessantes zu sehen. Ist das ein Delfin? Es gibt ein Delfin-Pokémon? Norfimin? Oh mein Gott. Fangen wir es. Oh, das ist super cool. Das würde ich in mein Team nehmen, wenn ich, wenn wir nicht Nasog-technisch unterwegs wären, denn... Das ist super cool. Normifin. Oh, das ist super cool. Es gab bisher, glaube ich, kein Delfin-Pokémon, aber wir haben lange gebraucht dafür. Mit dem Wasserring an der Schwanzflosse spielt es gerne mit der Artgenossen. Über Ultraschallwellen kann es Gefühle anderer Lebewesen erfassen. Ich frage mich, ob es eine Weiterentwicklung hat. Ja, da ist Platz für eine Weiterentwicklung, würde ich sagen. Und ich bin ins Wasser gesprungen.
Was gibt es ja sonst noch zu sehen? Irgendwas Interessantes? Ich meine, Tatsache zu erfahren, dass Normifin existiert, war relativ interessant, muss man sagen. Oh, hier gibt es auch Slimer. Solche Schleimer, die einfach hier rumhängen. Leider aber kein Alola-Slimer. Kirlia, Magnetilo. Es gibt so viel. Inzwischen gibt es so viele verschiedene wilde Pokémon hier überall. Da komme ich nicht hinterher. Da komme ich mit dem Fangen nicht mehr hinterher, deswegen habe ich damit aufgehört. Beziehungsweise die alten Pokémon. Wir nehmen schon die neuen mit, größtenteils. Aber ansonsten kommen wir nicht mehr hinterher. Oh oh. Der alte Schleimer will es also wissen. Dann kann ich ja direkt mal eben meinen Fruststampfer versuchen. Ja, das ist solider Damage soweit, würde ich einfach mal sagen. Soweit so gut. Super Trank. Seid ihr? Was seid ihr? Sweeps. Sind das einfach nur Puppen, die... Das ist ein Geister-Pokémon, oder? Sweeps ist ein Geister-Pokémon. Sind noch irgendwelche Geister, die eine Puppe besessen haben oder sowas? Superzahn. Oh, das ist nicht gut. Mitnahme ist natürlich auch hervorragend, wenn man sowas im Team haben kann. Nebenschuss. Okay, Initiative sinkt. Was macht ihr jetzt? Doppelschlag. Ja, der macht nicht so viel Schaden. Ich werde trotzdem mein Glück nicht herausfordern und einen Supertrank verwenden. Ich sag gerade, ich kann auch einfach einen Pokéball werfen und Kirlia tanzt im Hintergrund, aber... wäre keine so gute Idee. Wäre keine so gute Idee. Seht ihr, da ist schon der erste Volltreffer. Und dann kam keiner mehr, aber da war einer. Der wäre auch nicht wirklich gefährlich geworden, aber... Man muss ja den Glück ja nicht herausfordern. Komm schon, bleib drin. Sweeps. Kugelsaat. Okay. Kein Angriff, in dem ich gerechnet hätte, aber zwei Treffer. Was ihr braucht, ist ein gezinkter Würfel. Dann würde ich auch mal vernünftige Treffer austeilen können, habe ich gehört. Yeah? Yeah? Yes! Okay, aber von welchem Typ ist Sweeps? Was habe ich davon zu halten? Nur vom Typ normal? Sweeps arbeiten perfekt im Team zusammen. Sie nagen mit den Vorderzähnen Material für den Nestbau ab und tragen es dann davon. Ah, die sehen doch aus, als wären es irgendwelche Puppen oder so. Komisch. Komisch. Weiß man nicht, was man davon halten soll. Aber gut, ich würde so weiter mal eben mich darüber freuen, dass die Framerate wieder lebt. Und dann werde ich kurz meine Pokémon heilen. Und dahin ist natürlich noch ein Item. Okay, wir nehmen noch das Item da hinten mit. Und dann sind wir fertig für heute. Beim nächsten Mal werden wir dann die nächste Arena in Angriff nehmen. Und sehen, wie das laufen wird. Eventuell gut, eventuell schlecht. Das könnte auf jeden Fall interessant werden. So, das Item da hinten. Ein Flottball! Flottball ist natürlich absolut fantastisch. Da können wir direkt ziemlich flotten Pokémon fangen. Manchmal will man ziemlich flotten Pokémon fangen. Na gut, ich würde sagen, das war soweit Pokémon Kamisin für heute. Beim nächsten Mal Arena. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.